extrem cool ist, was wir euch unbedingt noch zeigen müssen am 63er Newport. Guckt euch das mal an. Um die Haube zu öffnen, haben sie eine kleine Klappe reingebaut. Eindrücken. Zack. Ist das abgefahren oder ist das abgefahren? Hammer. Also ich muss sagen, für die erste Fahrt mit dem Kombi bin ich sehr, sehr zufrieden. Er fährt wirklich schön. Okay, wir müssen nochmal Keilriemen ein bisschen spannen. Er macht ein bisschen Geräusch, aber ansonsten der Motor schnurrt, das Getriebe schaltet super. Die Servolenkung arbeitet super, die haben wir auch noch repariert. Alles toll. Ich denke mal, noch zwei, drei Handgriffe, dann können wir den Kombi beim TÜV vorstellen. Und dann könnt ihr den Kombi käuflich erwerben bei uns im Racing Speed Shop. Aber da werden wir euch noch weiter informieren, wenn das soweit ist. Vielleicht behalten wir noch erstmal noch ein bisschen, weil der ist einfach cool. Oder Alex? Für einen Ausflug. Für einen Ausflug. In der Familie. Kann ich sehen. Zum Beispiel. Oder ein Umzug oder so. Nein, fährt sich super, macht echt Spaß, total chillig. Ist so ein Auto zum Runterkommen. Sehr schön. Und da sind wir unter dem 63er Newport, unter dem Big Block Kombi. Okay, 361 ist wirklich ein kleiner Big Block, aber er hat Big Block Ausmaße, das heißt, hatte ich ja schon gesagt. Ihr könnt hier einen schönen 440, 383, was auch immer reinbauen. Die Vorderachse ist dafür ausgelegt, aber der 361er läuft auch wirklich gut und läuft schön im Kombi. Ne, Alex? Mhm, fährt schön smooth. Ja, ist ein schöner Cruiser. Ja, 7:7 Tipptastenautomatikgetriebe, 4 Trommelbremsen, mal was anderes, aber bremst super. Und eine Trommelbremse ist auch immer eine gute Bremse. Wir fahren jetzt nicht so viel Serpentinenstraßen, dass das Ding jetzt irgendwann zu heiß wird überbremst. Nee, das ist ja bei uns nicht der Fall hier in unseren Gefilden. Und von daher ist 4 Trommeln einfach super. Überleg mal, der Dart. Weißt du noch, der wunderhässlich schöne Dart. Der wunderhässlich schöne Dart in Berlin. In Berlin, der hat auch 4 Trommelbremsen und wir sind in Berlin in der ganz vorderen Reihe immer ordentlich mitgefahren. Ja, und das waren auch 4 Trommelbremsen im Dart. Das Ding stand immer sofort und wir sind da den Audis, den Golf, den BMWs, was war noch alles da, ne, Alex? Aufgetunte Karren auf jeden Fall. Karren. Cool aufgetunte Karren. Mega cool aufgetunte Karren. Danke nochmal Henne für die coole Ausfahrt. Das war mega. Wir sind das nächste Jahr auf jeden Fall wieder dabei, wenn wir eingeladen werden. Hatten viel Spaß. Ja, da stand der Dart auch immer sofort. Ne? Da haben wir auch das ein oder andere Mal fast ins Lenkrad gebissen. Also eine Trommel kann auch richtig gut zupacken. Ja, ansonsten ein schön rostfreier Kombi. Stand halt, wie gesagt, sehr, sehr trocken da drüben. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist ein bisschen Wachs drunter. Ein bisschen Unterbodenschutz. Vorsicht, Alex, nicht den Kopf stoßen. Warte. So. Wirklich schön. Das Einzige, was nicht so gut war, was leider auch vom Rost befallen war, war hier hinten der Kofferraum. Aber den hat Dennis von Preisner Industries uns einmal neu geschweißt und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Warte mal, Dennis von Preisner Industries? Dennis von Preisner Industries, der hier übrigens gerade in der Halle rumrennt. Hallöchen. Durch Zufall. Durch Zufall ist Dennis glücklicherweise gerade mal bei uns. Hallo Dennis. Ich begrüße euch alle. Ja, und hat einen schönen Kofferraum hier drunter geschweißt. Das ist nämlich... Lass mal ganz kurz runter, das zeige ich euch nochmal. Also er stand, wie gesagt, immer trocken, aber selbst in San Diego regnet es ab und zu mal. Er hatte die elektrische Heckscheibe hier hinten. Die hatten die Jungs leider einen Spalt aufgelassen, so dass, wenn es mal geregnet hat, das Regenwasser hier schön reingelaufen ist, was sich hier hinter gesammelt hat und dann leider langsam in den Kofferraum gekommen ist und den Kofferraum einmal komplett durchgerostet hat. Der Wagen kam hier drüben an. Wir machen die dritte Sitzbank hoch, klappen den Kofferraumblender auf und dann haben wir uns auf unsere Füße geguckt. Wie gesagt, das hintere Kofferraumblech war komplett weg. Aber danke Dennis! Dank Dennis ist der Kofferraum wieder besser als neu. Ja, das war's zum 63er Chrysler Newport. Ihr seht uns ja heute das erste Mal auf dem Samstag Vormittag und wir wünschen euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Geht in die Halle, schraubt, geht raus, geht schwimmen, verbrennt Benzin, macht Burnouts und habt viel Spaß. Schönes Wochenende, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt dran, stay tuned.